Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch aus Zucchini einen leckeren Kuchen im Glas zaubern. Schokikuchen mit Zucchini. Und warum Zucchini? Ja, wir haben im Moment viele Zucchini und Zucchini bringt ja kaum Eigengeschmack mit und sorgt aber dafür, dass der Kuchen schön saftig bleibt und ganz nebenbei noch gesunde Ballaststoffe enthält, ich meine Zucchinis verarbeiten kann. Und auch Menschen Ballaststoffe unterjubeln kann, die sie sonst nicht so gerne mögen. Und ja, das machen wir gleich zusammen. Aber damit ihr seht, wie so ein Kuchen im Glas dann überhaupt aussieht, wenn man ihn aufmacht, machen wir einfach mal ein Glas zusammen auf. So, einmal Vakuum lösen. Yummy, yummy, yummy. Einmal den Kuchen stürzen. Ich drehe ihn natürlich wieder um. Und dann schneide ich ihn mal auf. Der ist jetzt so 3 Wochen im Glas und der ist fast wie ein Brownie und ja, richtig schön saftig, schokoladig, mächtig, ne? Also fast wie ein Brownie, richtig toll saftig. Und ihr seht, der ist nicht knatschig. Natürlich ist er nicht so schön knusprig wie frisch gebacken, aber geschmacklich absolut top und ja, fast wie ein Brownie. Und sogar der Simon, der nicht so gerne süß ist und mit Zucchini auch nichts anfangen kann, hat gesagt, lecker, ich schmecke gar keine Zucchini. Und genau das ist auch der Trick. Der bleibt saftig, wir haben noch gesunde Ballaststoffe mit drin und wir können unsere Zucchini verarbeiten. Und wie wir das gemacht haben, zeigen wir euch jetzt. So, als erstes Backofen vorheizen, Ober-Unterhitze 175 Grad. Dann habe ich hier 370 Milliliter Sturzgläser, die ich mit Öl eingepinselt und mit Paniermehl eingestäubt habe. Wichtig, den Glasrand wieder sauber machen und auch wichtig, ein Backblech kalt. Weil wir haben ja hier Gläser und wenn wir die dann auf das heiße Blech in den vorgeheizten Ofen stellen, würde es patsch machen und es könnte sein, dass hier unten der komplette Glasboden einfach ja, wegexplodiert. Wollen wir nicht haben, also kaltes Blech, die gebutterten und ja, mit Paniermehl bestäubten Gläser einmal vorbereiten. So, die schiebe ich jetzt nur schnell auf die Seite und dann kümmern wir uns als erstes um die Zucchini. Ich habe ja hier mal wieder so eine Monster-Zucchini und wenn man so eine Monster-Zucchini hat, ich werde immer, warum schälst du die? Bei denen hier ist die Schale so extrem hart, dass ich ja kaum mit dem Fingernagel reinkomme. Und dieses zähe Zeug möchte ich einfach nicht haben. So, jetzt nehme ich mir hier einfach mal ein Stück von der Zucchini runter. Und ihr merkt, ich habe schon echt Schwierigkeiten, mit dem Messer hier durchzukommen. Die Schale ist sehr hart und deswegen wird sie bei mir auch entfernt. Wer kleine Zucchinis hat, der kann die natürlich verwenden, die Schale. Die Zucchini bildet hier erst so eine ja, ledrige, feste Schale, wenn sie so monströs groß wird. Bei den kleinen, jungen Zucchini kann man die Schale bedenkenlos mitraspeln. So, ich entferne aber, wie gesagt, die Schale. Und ich entferne auch dieses wattige Innere, weil das enthält mir zu viel Feuchtigkeit. Und dann habe ich das Problem, dass mir ja, der Kuchen zu flüssig wird. Und deswegen nehme ich hier dieses wattige Innere mit dem Löffel raus. So. Einmal auf die Seite und dann heißt es, die Zucchini raspeln. Ich habe hier so eine Vierkantreibe und ich nehme hier die feine Seite. So, und los geht's. So, jetzt haben wir hier 350 Gramm geraspelte Zucchini. Wie immer haben wir die Zutaten unten in der Videobeschreibung. Wer nicht weiß, wie ihr da hinkommt, bitte einfach melden, dann erklären wir das. So, und jetzt ist es ganz einfach. Wir haben feuchte und wir haben trockene Zutaten. Und zwar sind das folgende. Die feuchten Zutaten sind Zucchini und Öl sowie Eier. Bei den trockenen Zutaten haben wir Mehl. Ihr könnt Weizenmehl, ihr könnt aber auch Dinkelmehl 630 nehmen. Dann Zucker, Backpulver, eine Prise Salz und Zimt,
sowie Kakaopulver. Aber bitte hier nicht so ein Kakaopulver, das man mit Milch anrührt für die Kinder zum Trinken, weil da ist ja nur ein Bruchteil Kakao drin, ansonsten jede Menge Zucker, sondern wirklich diesen Kakao, den man in der Backabteilung findet. So, dann rühre ich kurz die trockenen Zutaten alle miteinander glatt. Ja, war noch ein Kakaokrümmel, Bröckchen. Okay. Und dann rühren wir hier die Eier mit Zucchini glatt. Die Eigelb ein bisschen kaputt machen. Und dann heißt es Öl, Eier und Zucchini schön verrühren. Dass das Eigelb sich überall schön verrührt hat, dass wir hier eine einheitliche Masse haben. Und dann, total einfacher Kuchen. Die trockenen Zutaten zu den feuchten geben. Und wieder verrühren. Guckt mal hier, ich habe mir sogar extra ein Rührgerät hier hingelegt und mache es doch gerade mit. Weil der Simon gerade sagt, wow, ganz ohne Rührgerät. Ja, ich mache es mir dann doch ein bisschen einfach und mache den Rest dann doch mit dem Rührgerät. Okay. Geht einfacher, weniger Kraftaufwand für mich. Weil das Raspeln der Zucchini hat mir schon ein bisschen was an Kraft abverlangt. Ich bin heute nicht ganz so gut drauf. So, dann machen wir den mal an und verrühren den Rest jetzt gerade mit dem Rührgerät. Okay, das ist schon fertig. Die letzte Zucchini soll auch noch da bleiben. So. Und ja, schon ist unser Kuchenteig fertig. Da holen wir uns mal die Gläser. Natürlich kann ich diesen Kuchen auch in der Kastenform backen. Wenn ich ihn in der Kastenform backe, habe ich ungefähr 50 Minuten Backzeit. Hier bei den Gläsern, zwischen 25 und 30 Minuten. So, aber jetzt gehen wir erstmal hin und füllen die Gläser. Ich habe mir hier extra eine Kelle geholt, damit ich das möglichst unfallfrei ins Glas bekomme. Und die Gläser maximal bis zur Hälfte befüllen, weil die gehen ja auch noch auf. Ein kleines bisschen geht noch. Und wie immer darauf achten, ich meine, ich habe jetzt hier oben die Auflagefläche nur ganz gering getroffen, aber auch das nehme ich gleich wieder weg. So, und dann füllen wir jetzt Stück für Stück die ganzen Gläser. Möglichst unfallfreier wie ich. Jetzt habe ich natürlich wieder durch mein Augenmaß, was nicht vorhanden ist, in dem einen oder anderen Glas ein bisschen viel, sodass mein letztes Glas nicht genug Inhalt kriegt. Aber jetzt hole ich mir hier überall noch ein Stückchen was raus, damit ich auch die 7 Gläser, weil da passt es genau, dass die Gläser nachher auch noch verschlossen werden können, um sie einzukochen. Und deswegen, so, Simon, was sagt dein Augenmaß? So kann man es lassen, würde ich sagen. Na? Ja, absolut. So, jetzt habe ich natürlich wieder die Glasränder total versaut. Ja. Das heißt, ich schnapp mir nochmal die Gläser. Wenn hier innen was ist, ist das nicht schlimm. Die Auflagefläche, die muss sauber sein. Okay, ist mein Backofen schon heiß? Jawohl. Das Blech kommt jetzt so, wie es ist, in den Ofen. Und wichtig ist, jeder Backofen ist anders. Zwischen 25 und 30 Minuten Backzeit. Stäbchenprobe. Das heißt, mit einem Holzstiel nach 25 Minuten Backofen auf, reinpieksen, rausholen. Wenn noch was am Stiel, am Holzspieß kleben bleibt, noch ein paar Minuten drin lassen. Wenn wir sie rausholen, sehen wir uns wieder. Bei mir hat es jetzt 30 Minuten gedauert. Ich habe zwar schon eine Stäbchenprobe gemacht, aber wir machen noch eine zusammen. Und ihr seht, da hängt nichts mehr dran. Das ist auch gerade, wenn man Kuchen einkochen möchte, ganz wichtig, dass er wirklich durchgebacken ist. So, jetzt gibt es verschiedene Methoden. Bei uns hält der Kuchen länger als 8 Wochen sowieso nicht. Das haben wir ausgetestet, der ist vorher aufgefuttert. Wir haben einen kühlen Keller. Hier halten mir meine eingekochten Gläser diese mindestens 8 Wochen.
Wer keinen kühlen Keller hat, könnte wegen der Zucchini bei zu warmer Lagerung der eingekochten Kuchen Probleme bekommen. Wer keinen kühlen Keller hat, sollte in dem Fall auf die Kühlkonserve zurückgreifen. Das heißt, die Gläser aus dem Ofen geholt, richtig heiß. Glasdeckel-Gummis, richtig heiß. Die Gummiringe auch nass auf den Deckel. Die Gläser verschließen, Klammer drauf, 4 Stunden abkühlen, ab in den Kühlschrank. Wer einen kühlen Keller hat, so wie wir, der wartet jetzt einfach 20 Minuten, dass das Ganze ein kleines bisschen abkühlt, macht dann die trockenen Gummiringe mit Glas und Klammern drauf und stellt das Ganze in den Einkochautomaten und lässt es 30 Minuten bei 100 Grad einkochen. Danach rausholen, zugfrei abkühlen lassen, am nächsten Tag die Klammern runter und ab in den Kühlschrank. Ja, wie ihr das Ganze jetzt haltbar machen wollt, als Kühlkonserve direkt nach dem Raushole aus dem Ofen, aber denkt bitte dran, die Gummiringe und Glasdeckel müssen in dem Fall heiß sein, also vorher nochmal aufkochen. Ansonsten 30 Minuten abkühlen lassen, Deckel, Gummiring drauf und dann 30 Minuten bei 100 Grad einkochen. Ich werde sie einkochen, deswegen dürfen sie bei mir jetzt noch eine halbe Stunde abkühlen, bevor die Deckel drauf kommen und das Ganze eingekocht wird. Bevor man die Gläser aber verschließt, egal ob man es als Kühlkonserve oder einkocht, hier Küchenrolle, immer noch mal den kompletten Glasrand sauber machen, bevor die Deckel drauf kommen, damit hier nichts im Wege ist, was dann den Verschluss behindern oder verhindern könnte. Und dann steht dem Genuss nichts mehr im Weg. Total praktisch auch mal mitzunehmen ins Büro, zum Picknick oder wenn spontan Besuch kommt, einfach so ein Glas aufziehen, stürzen, in Viertel schneiden oder in runde Scheiben schneiden, wie auch immer. Vielleicht noch ein Schokoguss drauf für die absoluten Schokoholics. Da ist ja eurer Fantasie keine Grenze gesetzt. Ja, das soll es zum Thema Zucchini-Schokokuchen im Glas auch schon gewesen sein. Wenn euch das Ganze gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wie immer, über einen Daumen hoch, einen Kommentar und klar auch über ein Abo. Bis zum nächsten Mal.